Wegen der besorgniserregenden Pandemielage wird der Düsseldorfer Rosenmontagszug verlegt von Ende Februar auf den 8. Mai 2022. Der neue Termin eröffnet die Möglichkeit, die Veranstaltung im Gegensatz zum letzten Jahr in der gewohnten Weise mit Tausenden von Zuschauern am Straßenrand durchzuführen. Das erklärte der Präsident des Düsseldorfer Karnevalskomitees Laumen. Das Komitee gehe davon aus, dass die vierte Welle im Frühjahr überwunden sei. Im letzten Jahr waren viele traditionelle Rosenmontagszüge wegen der Corona-Pandemie stark beschränkt oder ganz verboten worden.